Hallo und herzlich willkommen in unserem kleinen, wunderschönen Paradies. Wir werden heute Kartoffeln pflanzen und Kartoffeln ernten. Warum Kartoffeln pflanzen? Wir haben das schon mal gemacht im Juli, das ist schon ein paar Jahre her. Und es hat tatsächlich wunderbar geklappt und deswegen möchten wir das dieses Jahr nochmal probieren. Ich zeige euch mal eben, ich habe im Frühjahr Kartoffeln geerntet. Ja, im Frühjahr tatsächlich. Wir haben nämlich ein Hochbeet hier, wo ja alles Mögliche reingeschmissen wird immer. Und die sind dort selbstständig gewachsen. Und die sehen so aus. Krass cool, die lagen hier im Schuppen, sind verschrumpelt jetzt, aber haben wunderschöne Keime ausgebildet und beste Voraussetzung auf jeden Fall, dass sie noch wachsen können. Es ist schon eine interessante Sache, muss ich sagen, dass die also im Winter überlebt haben und dann, nachdem ich sie rausgenommen habe, hier in den Eimer gelegt und in den Schuppen gestellt und sie sind also nicht geschossen oder so. Sehr interessant. Das ist eine Sorte, weiß ich nicht. Da, wie gesagt, da ist so ein Kasten, wird alles Mögliche reingeschmissen. Aus irgendeiner Kartoffelschale wahrscheinlich entstanden oder so. Ich kann es nicht genau sagen, aber egal, wir pflanzen sie auf jeden Fall ein. Und so ein paar andere Sachen werden wir auch noch machen heute, aber als allererstes die Kartoffeln raus. Und da Melody hier ist, kann die mir auch helfen dabei. Dann brauche ich das nicht alleine machen, dann kann ich zwischendurch noch andere Sachen machen. Ja, unsere Paprika. Sie macht sich wirklich wunderbar. Die Sonne scheint jetzt gerade nicht, aber ist egal. Ne? Kriegen wir auch so hin. Hier unten hängen ganz viele, viele, viele Früchte drin. Ganz viele. Und auch oberhalb jede Menge. Also schon interessant, wie die sich so entwickelt. Coole Sache, muss ich sagen. Wir schauen uns nachher. Ne, nicht nachher. Komm, wir haben just eben noch einmal kurz noch gezeigt. Hier, da brauche ich nicht ständig hier die Kamera umstellen. Ich bin faul geworden, ne? Ist so. So sieht unsere Orange aus. Wunderschön, kräftig am Blühen, richtig schön kompakt am Wachsen. Ja, Früchte sind auch drin. Die kannst du jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Ich versuche es mal so ein bisschen aufzumachen, dass wir da reingucken können. Vielleicht kann man es sehen. Ich hoffe mal, wenn nicht, musst du mir glauben, dass da welche drin sind. So, okay. Bei der Birne müssen wir heute auch ganz genau nachschauen und auch bei der Tomate. Denn die hat jetzt etwas bräunlich-schwärzliche Blätter bekommen. Ich vermute mal, das liegt an dem Bergwasser, weil sie damit nur gegossen wurde, als sie jetzt so warm war. Von da muss ich da mal checken. Das heißt, ich werde dort mal gleich Regenwasser reingießen und dann mal gucken, was überhaupt an Nährstoffen drin ist und dergleichen. Das mache ich jetzt als erstes, damit wir das nachher messen können. Okay, mal gucken, was uns heute so erwartet. Ja, unsere Kartoffeln, die ich im Frühjahr hier eingepflanzt habe, die ziehen wir jetzt gemeinsam raus hier. Also zunächst mal das Kraut. Hier, richtig dran ziehen. Richtig einfach ziehen und fertig. Wo kommt das Kraut rein? Schmeißen wir alles hier unten erstmal hin. Alles erstmal unten hinschmeißen. Einfach ziehen und weg damit. So, schmeißen wir an die Seite erstmal. Ich bin mal gespannt, was da drunter ist. Aber das ist man ja immer, ne? Das ist ja jedes Jahr so. Ob sich das gelohnt hat oder nicht. Im Moment sehe ich zwar schon ein paar kleine, aber nicht wirklich viel. Das, was hier wiegt, das ist übrigens die wilde Karde. Die wilde Karde. Kräftig ziehen. Ruck, jawohl. Wunderbar. So, 1, 2, 3. Ja, ja, das sind Kartoffeln. Komm, erstmal das Kraut raus. Erstmal das Kraut raus und gleich holen wir dann die Kartoffeln raus. Weil das ist dann einfacher, als wenn alles im Wege rumhängt, rumwächst. Man könnte es jetzt sicherlich noch ein bisschen drin lassen, aber ich möchte das Beet jetzt auch noch mal frei haben, um noch was anderes reinzusetzen. So, haben wir alle die noch hier. Jetzt kann man auch wunderschön den Mais sehen, wie groß der geworden ist. Und hier, wo die Kartoffeln so drüber hingen, da ist das alles ganz dünn. Ich zeige es nachher nochmal in etwas näher. So, jetzt können wir von mir aus anfangen, hier alles rauszubuddeln. Aber ich mache mal just eine andere Kameraeinstellung, würde ich sagen. Damit ihr auch so ein bisschen sehen könnt. Das Licht passt jetzt nicht, ne? Hinten Sonne, vorne Schatten. Aber das nehmen wir jetzt einfach so mit, weil ich muss. Ja, ich glaube, ich habe eben einen Wurm rausgeworfen. Das ist nicht so gut. Die Würmer, die bleiben in der Erde. Okay. So. Okay. Jetzt dürfen wir Kartoffeln sammeln. Jetzt nehmen wir erstmal die, die oben aufliegen, würde ich sagen. Und fangen irgendwo an zu buddeln. Eine ganz kleine. Joa, das sind alle Größen. Gucken wir, hier ist etwas größere. So, komm, buddel. Buddel, buddel. Guck mal, hier sind ganz viele. Guck mal. Ganz viele. Oh, da sind noch richtige dicke Dinger bei. Guck mal. Richtig schöne, dicke Dinger. Und die Erde ist so schön, die ist schwarz und oh, das ist so eine herrliche Erde. Guck mal. Ja. Oh mein Gott, die hängen aber auch ganz schön tief hier drin. Also wir hatten das Beet ja komplett neu gemacht hier. Ich glaube, dann müssen wir später nochmal buddeln. Etwas tiefer dann, damit wir alle rauskriegen. Oh, du hast aber auch eine dicke. Ja, also das. Hier sind überall. Buddel mal. Richtig tief buddeln. Nicht die Erde rausschmeißen. Nicht die Erde rausschmeißen. Die brauchen wir noch. Das ist die Grundlage der Nahrung, die Erde.
Ja, doch, da kommen doch einige bei rum. Holla, die Waldfee. Ja, ich sehe das schon. Wir müssen noch tiefer buddeln nachher. Oh Mann, hier war ich die dicke Dinger bei. Aber ich versuche mal die. Nee, da hinten nicht. Da hinten kommst du nicht. Mach mal hier. Guck mal, hier sind überall noch welche drunter. Guck mal, überall welche da unten. Ganze viele. In so eine Erde macht es auch richtig Spaß zu buddeln. Weil die ist so schön krümelig. Das ist so eine schöne Erde. Ja. Viel Humus. Aber das ist blöd, weil da auch noch andere Sachen frei sind. Was denn für Sachen? Oh. Nee. So, den Rest buddeln wir jetzt alleine raus, würde ich sagen. So, stellen wir die mal hier hin. Und dann gucken wir gleich mal, wie viel dabei rumgekommen ist. Aber ich habe noch eine Klitze, ganz, ganz kleine. Ja, da sind auch klitzekleine dabei. Wurzelhang. Ja. Der Mais. Wunderschön gewachsen. So, da gucken wir uns das jetzt mal an. Das Ergebnis. Ja, der Eimer, der ist voll hier fast. Das hat sich also wirklich gelohnt. Eine Handvoll Kartoffeln, das war die Glorietta. Ja, hat sich wirklich gelohnt. Hier hatten wir damals, guck mal bitte an die Seite, Melodie. Hier hatten wir damals, also im Frühjahr, Mist runtergepackt, Meerschweinchenmist und Holzhackschnitzel. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo sehen kann. Hier kann man es sehen. Guck mal. Das existiert tatsächlich noch. Ne? Das ist also noch nicht komplett vergottet. Das ist schon mal interessant zu sehen. Das liegt aber auch daran, weil es nicht viel Regen gab. Aber trotz alledem sind die Kartoffeln enorm gewachsen. Also ist schon heftig. Das heißt, also wir haben auf jeden Fall noch ausreichend Nährstoffe hier für ein, zwei Jahre drin, auf jeden Fall. Da brauchen wir dann erstmal nichts machen. So, und dann kommen wir gleich zum nächsten Beet. Das ist das hier, das hatte ich schon mal ein bisschen vorbereitet. Da setzen wir gleich die anderen Kartoffeln rein. Wo habe ich sie denn stehen? Hier. Die kommen da gleich rein. Das können wir vielleicht nicht wieder erkennen. Noch jetzt noch nicht, Melodie. Ich muss erst ein bisschen noch auflockern und dann gucken wir gleich, wie wir das machen. So, die selbst ausgesäte Tomate. Guck mal, das ist eine ganz kleinfruchtige. Oh, das ist so schön, dass die echt sich hier weiter vermehrt hat. Da freue ich mich drüber. Ja, coole Sache. Okay, dann machen wir gleich hier weiter. Kann ich noch auf den Kamm kriegen? Ja, kannst du. So, Dalle. Nummer 1 ist fertig. Das vermischen wir jetzt auch nicht mit der Erde. Wir packen die Erde einfach wieder oben drüber und gut ist. Und dann können wir da wieder was einpflanzen. Ja, guck mal, da liegt noch eine kleine. Ja, wer weiß, was wir noch alles finden gleich hier. Das war das erste. Einmal durchbuddeln. Meist findet man dann noch was. Okay. Es geht weiter. So. Das andere machen wir gleich mit den Kartoffeln. Nur mir ist jetzt ganz wichtig, die Birne zu versorgen. Ich bin mal gespannt, wie das bei der Tomate gleich aussieht, pH-Wert-technisch. Denn das wäre doch sehr interessant mitzunehmen. Bei der Birne weiß ich, dass die ordentlich Kalk braucht. Also von daher. Aber ich werde auch da nachher nachmessen. Die bekommt allerdings jetzt. Moment, den Ring abmachen, ist neu jetzt das Fläschchen. Die bekommt Bergwasser. So. Eine ganze Kappe. Auf 10 Liter. So. Okay, da bin ich echt mal gespannt, wie das gleich aussieht. Also mit den Kartoffeln, das hat ja wunderbar geklappt, das ist also total genial. Und dann sind wir mal gespannt, wie das dann im Herbst aussieht oder im Frühjahr mit den Kartoffeln, die wir gleich reinsetzen. Das ist schon interessant, dass die Kartoffeln bei uns im Winter überleben, ne? Das ist schon richtig krass. So, das gieße ich jetzt mal bei der Birne rein hier. Die schluckt übrigens Wasser ohne Ende. Selbst wenn es geregnet hat, muss ich hier kontrollieren, ob die ausreichend Wasser hat. Die ist mir schon einmal tatsächlich trocken geworden. Da sind die Spitzen oben schon schlapp gewesen. Also da muss ich echt so ein bisschen drauf achten, auch wenn es regnet, danach zu gucken. So, mal gucken, ob das jetzt ausreicht. Da sind jetzt locker schon 8 Liter. So, muss ich gleich nachgucken. In der Zeit würde ich sagen, gucken wir uns ein paar Kleinigkeiten an. Ein paar klitzekleinigkeiten. Der Lavendel, er blüht immer noch wunderschön. Ja, richtig herrlich anzusehen. Und sobald sie verblüht sind, schneiden wir sie dann runter. Seid ihr auch dabei, wie das geht? Dazu habe ich schon mal einen Spezialfilm gemacht. Der ist schon ein recht alter Film. So, der Wein,
Macht sich richtig gut, muss ich sagen. Total klasse dieses Jahr. Auch da muss ich nachher checken, wie das aussieht. Denn das ist auch jemand, ja, der gut Nährstoffe braucht. Ne? Eine Dolde haben wir dran hier mit Früchten, die sich entwickeln. Das ist richtig schön. Ach so, übrigens, Aronia sind dieses Jahr nicht so viele, aber immerhin. Die sind noch ein bisschen fest. Also, wenn die anfangen weich zu werden, dann kann man die wunderbar essen. Schmecken richtig lecker. Birne, nochmal kurz. Die letzten Jahre haben wir immer Birngitterrost gehabt. Ziemlich heftig. Dieses Jahr haben wir die Birne gut versorgt, so gut es ging, bis ich da tue. Ne? Hätte vielleicht noch ein bisschen besser sein können, aber das sieht richtig gut aus, muss ich sagen, dieses Jahr. Wie gesagt, letztes Jahr war schon alles voll mit Birngitterrost, also hier ist noch gar nichts drin. Das sieht noch richtig gut aus, richtig klasse. Hier sind noch ein paar Früchte, so wie das könnte man jetzt eigentlich mal abnehmen. Ja, lol. Weiß Bescheid. Ja, passiert dann auch von alleine. So, aber irgendwo hatte ich eine Stelle vorhin gesehen. Mal gucken, ob ich das gleich noch finde. Hier ist jetzt eine Birne, da ist schon ein Würmchen drin. Hier. Das werde ich gleich mal abmachen, auf jeden Fall. Denn das braucht sich hier nicht unnötig vermehren. Wo schmeiße ich dich denn jetzt hin? Moment. Warte mal kurz. Mal da unten rein. Plupp. So. Irgendwo hatte ich die Birne daraus gesehen. Irgendwo. Das Ding können wir auch abnehmen hier. Plupp. Jo, manche Dinger fallen dann von alleine ab schon. Das ist halt so. Irgendwo hier, da. Da ist es. Da, Birngitterrost. Ne? Und das war die letzten Jahre, also die letzten zwei Jahre, ziemlich heavy. Aber dadurch, dass wir den Baum jetzt gut versorgen, sieht das richtig gut aus. Steht da unten dann jetzt Wasser drin. Guck mal eben so ein kleines bisschen. Noch nicht voll. Ich warte noch zwei, drei Minuten, dann gieße ich vielleicht noch ein bisschen hinterher, dass wir da besser nachmessen können. Aber ansonsten. Ja, sieht das Birngitterrost technisch in dem Sinne richtig gut aus, weil er eben nicht wirklich da. Okay, also gut versorgt, dann klappt das schon. Musst du mal gucken, ob noch was reif ist. Musst du mal gucken. So, die Erdbeeren machen sich gut nach wie vor. Die tragen immer noch, blühen auch immer noch. Und hier haben wir, ja, die sind noch nicht reif hier, das dauert noch ein bisschen. Hier unser Moorbeet, das macht sich auch gut. Jetzt sind die Bienen Gott sei Dank da auch nicht wirklich mehr dran, sonst haben die ja immer hier getrunken ohne Ende. Aber wie schön die jetzt blüht hier. Lichttechnisch passt das gerade nicht, weil die Sonne scheint. Das ist jetzt aber auch mit der Einstellung dann nicht ganz so einfach. Ich gehe mir immer Weißbelichtung. Nee, andere Seite, doch richtig passt so. Da sieht das doch normal aus, sage ich mal. Ja, ist ganz okay soweit. Mal gucken, was sich da noch entwickeln wird. Da entwickelt sich gerade etwas, sehe ich, eine ganz kleine Pflanze. Da, das ist Nachkommen von der hier tatsächlich. Also hat die sich schon mal vermehrt durch Samen. Die Bienen, die sind jetzt hier zugange. Weiß, ob man sehen kann. Warte mal, ich gehe ein bisschen näher dran. Also die haben sich den Pott jetzt ausgesucht hier zum Trinken. Auch ganz okay. Ich sag's ja aber gleich. Melodie ist tatsächlich eine reife Erdbeere drin. So, hier hat mir die Klematis ausgesät. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Ich habe fast den Verdacht, dass da etwas am Keimen ist. Das ist einmal hier und da vorne. Die sehen sehr identisch aus, die beiden. Also es könnte durchaus sein, dass die Klematis hier keimt. Oh, das wäre natürlich der Hammer, wenn das wirklich funktionieren würde. So, wollt ihr Erdbeere haben? Ja. Blub. Lecker. Am liebsten würde ich ja selber essen, ne? Am liebsten würde ich sie selber essen. Dann leg's hin, ich mach's gleich, bitte. Aber einmal waschen, ne? So, Kastanie macht sich nach wie vor richtig gut. Total klasse. So, dann mache ich mal eine kurze Pause und dann geht's gleich weiter. Dann kommen wir jetzt mal zur Tomate. Ja, das sieht so aus. Ich zeig's mal. Es liegt allerdings doch nicht am pH-Wert, sondern es ist irgendwas anderes. Irgendeine Mangelerscheinung. Pass mal auf, wir haben nämlich hier ein pH-Wert von, ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen, doch, kriegen wir hin, 6,6. Ist ein bisschen wenig. Oder man könnte sagen, es geht so. Wo habe ich denn jetzt das Mikro-Siemens-Messgerät? Lol. Ach, da. Warte mal, komm mal her. Da gucken wir da jetzt mal nach, wie das aussieht. Es wird mit Sicherheit eine Mangelerscheinung sein. Damit können wir natürlich nicht messen, welche, aber wir können messen, ob hier wie viel drin ist. Jo, wir haben jetzt 200. 98, gut 300 Mikrosiemens. Also, das ist ein bisschen wenig, würde ich sagen. Das heißt, ich gieße das Wasser raus und werde das Ganze nochmal aufdüngen.
Dann gucken wir jetzt mal, wie das bei der Birne aussieht. Ich habe das PH-Messgerät schon einmal reingelegt, das muss ich aber hier in die Knie gehen. Mal gucken, die lege ich erstmal hier hin, ob wir da was erkennen können. Den Bildschirm sehe ich auch nichts. Drück mal drauf, dass er nochmal leuchtet. Ja, pH-Wert 6. Das ist ein bisschen wenig, obwohl er überwiegend mit Bergwasser gegossen wird. Interessanterweise ist das so. Okay, nochmal das Mikro sieht man zum Messgerät, ist es an. Ja, ist es. Ich mache die Hold-Taste, drücke den mal da unten rein. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt haben hier. Das ist okay. Das ist okay, 1500. Wie gesagt, die haben wir ja Dünger reingegeben, also das ist dann soweit okay. Bei der Birne. Nicht wundern, hier liegen lauter Schalen drin, die ich momentan nicht brauche. Dann ja, kann ich es bei Bedarf mal sauber machen. Was haben wir denn jetzt hier? Fall mir bloß nicht rein hier, du. Sag es dir. 7,47, 7,48, also knapp 7,5 kannst du sagen. Beim Bergwasser, wo wir mit gießen tatsächlich. So was mal mitnehmen können, wie das aussieht. Ja, okay. Es ist so, wie es ist. So, unsere Äpfelchen machen sich gut hier. Richtig gut. Die Hydrangea Paniculata Limelight fängt jetzt auch an zu blühen. Ansonsten alles green, alles green, alles green, alles okay. Der bräuchte mal ein bisschen mehr Nährstoffe hier. Ja, so ist das, ne? Manche zeigen einem das sofort, dass wir mal kurz sehen können, wie das hier so aussieht. Auch der wilde Wein macht sich wunderbar hier. Richtig schick gewachsen. Total klasse. So, okay. Das Schätzchen, ja, da wollte ich eigentlich schon längst dran gegangen sein, aber er ist kräftig wieder buschig zugewachsen. Die Weigelie. Okay, jetzt können wir loslegen. Wir pflanzen jetzt die alten Kartoffeln. So, fang du mal da an, ich mache hier. So, buddeln wir mal ein Loch, genau da, wo die Kartoffeln jetzt liegen. Ich habe die alle schon mal verteilt, damit wir wissen ungefähr, wo sie reinkommen. Und wir brauchen die auch nicht anhäufen oder so. Das haben wir auch bei den anderen nicht gemacht, die wir früher gepflanzt haben. Wir pflanzen sie allerdings jetzt so tief, dass sie auf jeden Fall mit den Keimlingen komplett in der Erde sitzen. Dass das ruhig so 3-4 cm tiefer sitzt. Und die wachsen von allein dann in die Erde. Und da braucht man also nicht anhäufeln. Das braucht man definitiv nicht. Wichtig ist nur, dass die Erde locker ist. Dass also die, ja, ich sag's mal, die Kartoffeln, die entstehen wollen, die machen ja erst so einen Strang, die Kartoffeln, ne? Und dass die also in die Erde wandern können. Wenn sie das nicht können, wenn das nämlich, ja, zu hart ist, der Boden, dann wachsen die natürlich oben raus. Das ist ganz klar, ne? So, Dalle, siehst du wohl. Auch hier haben wir tatsächlich Meerschweinchenmist drin und Holzhack, den wir, ja, haben liegen lassen, 2 Jahre ungefähr. Dass er angerottet ist. Radieschen. Hier waren auch die Radieschen drin, die wir hier reingesät hatten, du gemeinsam. So. Hier habe ich jetzt so ein paar kleine auch. Die sind, werden, da kommen genauso große Kartoffeln übrigens dran wie bei den großen. Die kann man so schön als Saatkartoffeln tatsächlich nehmen. So, ein bisschen tiefer kann er noch, Melody. Er muss richtig rein, dass er versteckt ist. Ein Wurm. Ja, warte mal, ich nehme das raus, dass wir den nicht kaputt machen hier. Bulle ich da mal rein ein bisschen, so. Okay. Ja, das war das Hexenberg. Unsere Tomate bleibt auch nicht alleine. Die kriegt dann jetzt die restlichen kleinen Kartoffelchen noch mit rein. Dann haben wir das Beet auch wieder belegt. Hier, Melody ist jetzt gleich fertig hier. Dann kann sie hier weitermachen und ich kann in Ruhe noch ein bisschen was filmen. Der Blauregen-Ableger von dem Großen hier macht sich richtig gut, richtig krass am Wachsen, also überall schöne neue Triebe tatsächlich auch. Ja, okay, dankeschön. So, am anderen Seite mal gezeigt, auch hier wunderschöne Triebe, die hier noch rauswachsen. Ich stelle, wenn es jetzt heiß ist, allerdings nicht komplett in die Sonne, dann stelle ich ihn hier unter den Tisch, dass er ein bisschen schattig steht. Zumindest dieses Jahr noch, dass er nicht zu viel Stress bekommt. Aber das läuft ganz gut, könnte vielleicht ein bisschen mehr gedüngt werden. Ansonsten ist das ganz okay soweit. So, dann gucken wir mal eben, was wollte ich denn noch gezeigt haben? Ach so, warte mal, hier, die Erdbeerrügen. Die blüht ja das ganze Jahr und trägt tatsächlich auch das ganze Jahr. Das hat Melodie noch gar nicht gesehen hier. Kann man die eigentlich sehen? Ich sehe das nie im Display, doch jetzt sehe ich es. Das sind so schöne. Und jetzt um die Jahreszeit sind die richtig lecker süß. Ich lasse aber dran für Melodie. Ja, besser ist das. Und hier nochmal Punica Granatum. Auch der macht sich richtig gut dieses Jahr. Schön kräftig am Wachsen. So, okay. Ach, guck mal. Die Kastanie, die wir hier entblättert hatten. Ja, macht sich auch gut. Richtig kräftig am Wachsen. Der treibt auch wieder aus, die Versüßchen hier. Auch der Wacholder macht sich richtig gut. Immer so radikal damals gestutzt hat, wie man sich noch daran erinnern kann. Das war schon ziemlich heavy. Ja, guck mal, die kommt auch wieder hier.
nach dem Blattschnitt. Bei der Paprika ist tatsächlich so, dass sie auch ein bisschen mehr Nährstoffe gebrauchen könnte. Wobei, ich habe zuletzt mal schon extra gedüngt, aber ja, okay, ich schieb dich mal an die Seite. So, die australische Minze, Minzblatt, Zitronenblatt, nicht Minzblatt, Zitronenblatt steht jetzt auch draußen, aber die muss ich erstmal akklimatisieren, aber das läuft schon mal ganz gut. Also Nordosttrieb sieht richtig klasse aus, muss ich sagen. So, die Maracuja, ja, geht so, jetzt legt sie langsam mal los. Also die hat echt lange Zeit rumgezickt, wurde dann auch von Schnecken überfallen, total kahl gefressen. Ja, manchmal ist das so. Aber das wollte ich zeigen, hier unser Kaktus. Guck mal, eine wunderschöne Blüte. Hier entwickelt sich ein neuer Trieb tatsächlich. Das ist noch die Frucht vom letzten Jahr. Also hier sind überall neue Triebe am Wachsen. Ich dachte erst, es wären alles Blüten, aber es sind tatsächlich alles neue Triebe, die hier überhaupt wachsen. Ne? Also neue Blätter in dem Sinne, kannst du auch sagen. Aber immerhin eine Blüte. Ist ja auch schon mal was. Der steht übrigens im Winter auch draußen. Kaum zu glauben, aber oh, der duftet jetzt hier. Herrlich. Die anderen Hochbeete da hinten, wo die Banane drin steht, ja, da ist Kraut und Rüben. Da ist ja das Kraut halt mächtig gewachsen, der Boretsch, also richtig heftig. Da würde ich jetzt auch nicht wirklich viel machen wollen, auch wenn das jetzt so verkrautet ist, weil es doch ja gut für die Bienen, ne? Wenn wir das jetzt rupreißen, dann fällt das alles um und ich denke mal, das wäre nicht so gut, das belassen wir dieses Jahr einfach so. Da machen wir dann im Frühjahr wieder klar Schiff und machen das Beet oder die beiden Beete komplett neu. Bei dem anderen sind ja auch noch Kartoffeln drin, die sind allerdings nicht so gut gewachsen. Also wir können da eigentlich mal kurz hingehen. Dass wir uns das mal angucken können. Der braucht gleich Wasser auf jeden Fall hier. Unser Mammutbäumchen. Morgen soll es ja wieder lecker heiß werden. Das sind die Radieschenblätter, die hat die einfach draufgelegt. Kann man machen, ne? Nicht verkehrt. So, unsere Linden machen sich richtig gut hier. Die Säule einmal, mal ein Stück zurückgehen. Ist wunderschön wieder am Austreiben. Und die andere, die, ach, die, da ist sie ja noch. Da sind die Johannisbeeren. Die sind so lecker jetzt um die Jahreszeit. So, das Schätzchen hatte ja geblüht. Da kann man es vielleicht noch erkennen hier. Da oben auch. Hier mal gucken, ob wir da vielleicht sogar die Samen zur Aussaat bringen können. Wäre ganz lustig. Guck mal, kommst du denn her? Okay, manches wächst einfach so. Die Äpfel machen sich dieses Jahr auch besser. Ja, ne? Gut versorgen und dann läuft's. Ich wollte den Baum eigentlich schon weggetan haben, weil die Äpfel ja nie was wurden. Aber seitdem wir uns besser darum kümmern, läuft das tatsächlich auch schon mal ein bisschen besser. Noch nicht optimal, aber immerhin doch schon mal ganz gut, würde ich sagen. Probieren? Ja, gleich, Melodie. Ich habe jetzt die Kamera in der Hand. So. Yummy, yummy. Ja, ist schön, wenn die Kinder einfach so in den Garten gehen können und naschen. Ne? Das ist schon toll. Es muss nicht viel sein, es muss nicht die große Menge sein. Ne? Von jedem so ein bisschen. Einmal die wilde Karre, ich halte sie mal vorsichtig fest, ohne mich zu pieksen. Ja, auch die tut ihr Gutes hier, die wilde Karre, genauso wie die Wildnis hier. Ich muss da unbedingt dran gehen, ich sage dir du. So, hier unsere Tomaten. Ach, guck mal, wie wunderschön. Also, es ist schon krass, ne? Ja, die lege ich auch einfach übereinander hier. Ne? Die stäbe ich nicht oder so. Die dürfen einfach so kreuz und quer hier wachsen. Man muss ja auch nicht alles unbedingt selber essen. So, kommen wir mal kurz zu den Kartoffeln hier. Hier hatte ich dann auch lange Zeit nichts mehr gemacht. Ich glaube, hier wird auch nicht viel drunter sein. Ich ziehe mal eben das Kraut hier raus. Ich glaube, da wird nicht viel drunter sein. Weil die sind nicht so wirklich gewachsen. Ich buddel trotzdem mal. Da ist die alte Kartoffel, die ist Matsche. Aua, piekse, piekse. Okay, denkste. Ist ja doch was runter. Ja, die dürfen wir auch noch rausholen hier. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet, weil das sieht hier nach nichts aus irgendwie. Da ist nur ganz bisschen Kraut gewachsen, also nicht wirklich viel. Ja, interessant. Okay, also buddel ich hier gleich doch nochmal. Aber das mache ich dann alleine, muss ich nicht nochmal zeigen. Aber das zeige ich dann trotzdem mal hier. Wieder zugewachsen, das ist schon heavy. Aber okay, für die Insekten ist das gut so. Ja, Kraut und Rüben. Den Schnittlauch, den müssen wir auf jeden Fall mal zurückschneiden, dass er nochmal richtig durchwächst. Und hier mal kurz die selbst ausgesäte Sonnenblume. Was das für ein ist, weiß ich nicht. Die ist einfach so mit reingekommen hier. Einfach so. Ne? Manches wächst halt von alleine. Wir hatten ja schon mal welche hier stehen gehabt. Ich denke mal, die hat sie auch selber ausgesät dann. Aber so große hatten wir eigentlich noch nie. Ja, okay, die können ja auch mutieren in dem Sinne. So, dann würde ich sagen, haben wir hier von den Hochbeeten alles durch. Hier wachsen ja auch noch Kartoffeln mit drin. Das sind welche, die vom letzten Jahr mit drin geblieben sind. Ne? Also interessant schon, das bedingt das Klima. Wir rein theoretisch die Kartoffeln schon, ja,
halt im Herbst reinsetzen können. Und dann fangen die irgendwann an zu wachsen im Frühling. Das ist schon mal interessant, auf jeden Fall so mitzunehmen. So, okay. Ich glaube, dann haben wir soweit für heute das meiste durch. Hier haben wir unseren Baum gezeigt. Maulbeerbaum. Der ist jetzt, ja, da sind die Früchte jetzt weg. Ich bin überlegen, ob ich die tatsächlich auch für die Garnelen nehmen kann. Wollen wir mal gucken. Wobei, ich bin da eigentlich nicht so, dass ich sage, ich müsste hier alles aus dem Garten ins Garnelenbecken schmeißen, weil wenn du Pech hast, passiert da irgendwas, ne? Ich meine, ach, jetzt weiß ich, wow, komm mal mit. Komm mal mit, pass mal auf, jetzt kommt was ganz Tolles. Auf Anregung habe ich es gemacht. Ich habe es gemacht, da ist sie. Guck mal, das ist das Schätzchen aus dem Wasserglas. Kannst du dich noch dran erinnern? Hat jetzt ein bisschen Sonnenbrand bekommen, ne? Aber sie wächst tatsächlich. Ich habe sie direkt aus dem Wasserglas hier einfach reingesteckt. Da ist übrigens auch noch, ja, hier vorne Melodie. Ach, guck mal, hier wächst ja sogar eine Rose. Ach du meine Güte, guck mal. Da wächst eine Wildrose. So, da haben wir hier mal nämlich noch was Schönes drin, und zwar der Mammutbaum hier. Das war ein Steckholz, ein Kopfsteckholz. Hier sieht man vielleicht noch, wo ich die Äste so zurückgeschnitten hatte. Den habe ich einfach hier reingesteckt und der ist tatsächlich gewachsen. Krass cool. Ja, schmeckt's? So, Melodie hat die Kartoffeln jetzt alle hier eingebuddelt. Da habe ich gar nicht bei zugeguckt. Da lass uns überraschen, was da rauswächst. Ja, also, ganz kurz nochmal Statement. Was ich nicht schaffe, das schaffe ich nicht. Und das bleibt so, wie das ist. Ich kann es nicht ändern. Dann wird das halt dann gemacht, wenn Zeit da ist oder wenn ich mal richtig Bock und Lust habe oder Kraft und Energie vor allen Dingen habe. Das ist ja immer das meiste Thema in dem Sinne, ne? Ab Mittag ist ja Ende Gelände und von daher mache ich mir da aber auch keinen Stress. Und wenn ihr das seht, wenn hier mal Brennnesseln irgendwo wachsen oder so, es ist nicht schlimm. Es nimmt keiner Schaden deswegen oder so. Das ist auch Natur ein bisschen. Gut, man kann sich das schönreden, ganz klarer Fall. Aber es ist auch so. Und von daher, wenn man es nicht schafft, schafft man es nicht. Und dann ist auch gut so. So, meine Lieben, weiß Bescheid. Winke, winke. Bis ganz bald hier aus unserem kleinen, wunderschönen Paradies. Klein und fein. Pass auf, stolpern die Würde in Eimer. Ja, auch hier müssen wir noch so ein bisschen krauten jetzt die Tage. Ja, die Tage. Morgen soll es schon wieder heiß werden, da geht es auch wieder nicht, ne? So ist das eben. So, hier liegen noch Sandalen rum von unserer Großen. Die lässt aber alles irgendwo liegen, ne? Ich sage dir, so ist das. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen auf jeden Fall wieder. Ich hätte schon wieder Bock, bei den Garnelen was zu machen, wie das aussieht. Aber eins nach dem anderen. Mal gucken, was wir dann sehen. Ich kann nichts versprechen, weil ich mache das alles spontan, genauso wie das heute auch. Das ist einfach spontan gekommen, weil ich Bock drauf hatte. Und von daher, das Wetter passt da auch. Es ist angenehm warm, es ist nicht heiß. Ein kleiner Wind geht. Ne? Wenn ihr so stehst und dann nach oben guckst in die Berge, das ist schon richtig schön anzusehen. Das macht Spaß. So. Okay, yippie, yippie, wir sehen uns morgen auf jeden Fall wieder.